Ja, hallo, ich hab mal wieder vorgehabt, eine Aufnahme in OMSI 2 zu starten. Keine Livestream-Aufnahmen, wie ich das sonst immer gemacht habe. Aus einem bestimmten Grunde. Weil ich jetzt endlich mal die Zeit und Ruhe dafür habe, das mal kontrolliert zu machen. Vor allem, weil zum Glück wieder Mikrofonprobleme aufkamen. Irgendwie verstellt sich bei mir im PC immer wieder alles. Da ich hier war von blöd finde. Ja, ich bin wieder in Hamburg unterwegs, aber nicht mal mit einem ganz alten Bus. Aber es hat mehrere Gründe. Erstens, wenn ich mit dem E-Bus wieder hier antanze, gucken euch wieder nicht so viele Leute an, weil ich genau weiß, dass viele Leute Elektro hassen. Zum Zweiten, wenn es wieder mit einem Mantaro gekommen wäre, wäre ich auch öde, weil ich kenne den Bus auch von echt. Ich habe auch immer auch gesagt, ich fahre gerne noch OMSI, aber muss ins Büsche sein, die ich sonst nicht rankomme. Und ich dachte so, ach, so ein altes Ding. Erinnert mich an alte Zeiten, vor allem hier mit diesen coolen Drehchen. Mir kann man auch echt erinnern, wie ich als Schüler hier an Daumen Platz genommen habe. Also hier in der Ecke hier rum dann. Oh, das war so eine tolle Zeit. Ich erinnere mich dann auch zurück von zurück, auch hier mit diesen Anzeigen. Und weil ich auch noch toll fand, einen Moment. Hier. Oh, die Sitzplatz, das war einfach nur der beste gewesen. Genau wie nebenan. Also, Ich habe noch genau Erinnerungen im Kopf, wie dieser Bus oft als Schulbus fangiert ist in Hanau noch. Ja, ich meine, habe die Hanauer Straßenbahn mit dem Busverkehr so richtig kennengelernt, wo ich auch Busfreak wurde und da ich mit diesem alten Bus. Ah. Und deswegen dachte ich mir so, komm, fahr mal selbst das Ding hier. Ich tue mir mal ein bisschen aufrüsten. Fahrzeugverkauf gibt es weiterhin keinen. Ich bin ein bisschen faul geworden. Weil ich an der Arbeit. Falsch, hab ich noch Nummer vergessen. Rück bitte ihren Code raus. 5530. Achso, Moment mal. Da fällt mir ein. Ja, da ist der Code, den die eigentlich wollten. 1506. Naja, war eigentlich gar nicht mal so falsch. Nochmal neu. Interessant, ich habe doch eine eigentlich Bildschirmaufnahme gemacht hier. Und dort seht ihr das ja aktuell nicht hier. Das werde ich auch nochmal nachgucken, ja. Ist ja interessant, dass ihr das nicht seht. Ich wackel jetzt eigentlich, wenn ihr das sehen könnt hier. Bin ich eigentlich immer schön, wenn man das nicht sieht. Egal, kümmere ich mich für nichts mehr rum. Ja, das war's. Gut, dass die nur mal ein paar Mal eingegeben habe. So konnte ich mich auch wieder erinnern, welche ich das war. Okay. Da wollen wir auch nicht so lange rumsnacken und uns direkt kümmern und losfahren. Nochmal dazu gesagt, warum ich überhaupt hier in Hamburg bin, bevor der Motor startet und mir mein Lenkrad wegfribriert. Ich hab's endlich mal geschafft mit einem Freund in meinem Urlaub nach Hamburg gefahren. Das war ein riesen Traum gewesen und ich weiß nicht, ob ich in dem Video auch schon mal erzählt habe. Ich kann aber trotzdem gerne nochmal wiederholen. Der Motor hat Mittel gebraucht, weil ich anging hier. Ich war mal mit einer Wohngruppe vor 10 Jahren, da war ich 11, 12 Jahre alt gewesen. Da habe ich eigentlich keinen Bock auf lange Reisen gehabt und ich wurde andauernd überall hingezogen. Ich soll überall hin mitfahren. Und ich habe irgendwie überhaupt kein Interesse gehabt am Fahren. Am Wegfahren, ja. Und deswegen wusste ich auch nicht immer, wo wir hinfahren. Wir haben uns so eine Ferienwohnung gegönnt, ja, irgendwo haben immer Ausflüge gemacht. In dem Fall ging an einem Tag Ausflug nach Hamburg, aber nicht in die Innenstadt, wo man vielleicht ein bisschen mehr an Erinnerungen holen konnte. Nein, ich ging eigentlich erstmal nur ans Wasser. Jungfernstieg war ich jetzt nicht, weil ich war dann wieder eine andere Haltestelle gewesen, da an dem. An der. Ja. Hey Leute, ich komme hier nicht durch. Ich muss auch noch mal runter mehr warten. Da auf jeden Fall hinten bei dem Tunnel. Mist, ich habe den Namen vergessen. Tut ja, kennt man eigentlich Hamburg und am Ende vergisst man das.
Moment mal, ich schau mal gerade ganz schnell, ob ich hier irgendwo Standort habe. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Naja, jedenfalls stand man nicht im Europa an dem Tunnel und ich in Unterführung. Elbtunnel, genau, Elbtunnel, ja, da so wie ich das, da war mal mit der Gruppe mal vor 10 Jahren. Und ich wusste halt immer, konnte mich halt dort ein bisschen erinnern. Und wie dann hier halt Hafen City rauskam, bin ich mit der Linie 111 da wieder vorbeigefahren. Auf einmal ist mir hinten die Stelle wieder aufgefallen. Da habe ich ja schon längst Hamburg geliebt. Hab immer wieder die 109 gefahren, Tag und Nacht Add-on, ja. Irgendwann habe ich auch rausgefunden, dass Hamburg jetzt anfängt, auch Elektrobusse irgendwie hinzumachen. Ja, fing ich hier auch mit Hybridfahrzeugen an, habe ich ja mitbekommen, wie dann auch noch hier in diesen Innovationslinie Add-on, dass ich ja noch vor dem Hafen City Add-on rauskam, kam man hier schon die Säulen. Und da hat mich ja auch gesagt, oh geil, ich liebe jetzt Hamburg, einfach auch wegen Elektrobussen, ja, das, und weil ich hier in Omsi Hamburg spielen kann. Und deswegen habe ich durch Omsi quasi Hamburg geliebt und überleg mal, wie es ist. Übrigens fahre ich halt mal kurz durch, weil ich habe keine Lust, die noch vor zu warten hier. Die werden da hier nie fahren. Achtung, einmal. Und deswegen wollte ich, habe ich mir eigentlich einmal gesagt, ich will unbedingt mal, mein Traum ist mal nach Hamburg fahren, um Omsi quasi in Real Life zu sehen. Das war ja mein Argument gewesen dafür. Und ja, nachdem ich dann halt auch wusste, dass ich halt schon mal in Hamburg war, wollte ich halt umso mehr nach Hamburg, ja. Ich weiß nicht, ob ihr euch vorstellen könnt, ihr habt irgendwie eine Traumstadt, wo ihr gerne mal hin wollt. Und irgendwann kriegt ihr mit, ja, ihr wart mal dort gewesen, zu einer Zeit, wo halt auch nicht eure Traumstadt war, aber, ja. Also, ich hoffe, ihr könnt es verstehen. Naja, jedenfalls habe ich halt am Ende mit meinem Freund einmal geschafft, mit dem ICE in 4 Stunden von Frankfurt nach Hamburg gefahren. Ich hatte toll, dass ich so nah wohnte am Hauptbahnhof. Da musste ich nicht so früh aufstehen. Wir waren gegen 11 Uhr hier in Hamburg gewesen und sind 8 Uhr wieder gefahren. Und ich sag euch, für den Ausflug, wenn man ein paar Sachen sehen möchte, reicht es aus. Gegen 17 Uhr wurde uns langweilig und wollten so bald jetzt endlich wieder nach Hause. Deswegen war das echt in Ordnung gewesen für die Zeit. Wir haben uns dann quasi am Hauptbahnhof mehr ausgestiegen, sind erstmal nach hinten zum alterssauzüchtigen Parkplatz da gefahren und haben uns das angeguckt. Weil ich unbedingt mal die Ladestation endlich in echt sehen wollte. Und dann haben wir uns erstmal spazieren gemacht, ja, und sind erstmal als Richtung Radhausmarkt gefahren. Ja, zu früh. Zu früh, ich habe 1 plus. Guten Tag. Leute, ich muss entschuldigen, falls ihr irgendwie das Ruckeln hört. Ich hab mal reingehört und geguckt, ob ihr das Rücken des Lenkrads sieht, ja. In dem Fall liegt es leider irgendwie daran, dass das Force Feedback in den alten Hamburger Bus irgendwie so extrem ist, wenn der Motor läuft, dass das Lenkrad dann auch so rumruckelt, ja, weil sobald ich den Motor ausmache, ist davon alles wieder normal, deswegen, ich weiß nicht, was das Logitech dafür ein Force Feedback drin hat, ey, das ist echt nervig. Da ist leider so ein Grund, weshalb ich persönlich eigentlich sehr selten nur noch diese alten Busse da fahre. Aber die sind so toll, die erinnern einen an früher. Naja, bevor ich darüber herumschwärme und Video einige nur abschalten, nochmal erzählen, wobei es natürlich besser ist, wenn ich natürlich gerade auf dem Weg dorthin bin, ja, weil ich habe gesagt, komm, wir laufen halt an den Stellen entlang, die in Omsi auch zu finden sind. Also sind wir erstmal hier gerade ausgelaufen, ne, an einem Saturn vorbei. Saturn drin war mir jetzt nett, weil man will sich ja die Stadt angucken und nicht Saturnmärkte, die man auch in anderen Städten wieder findet, ja. Man da keinen Sinn. Nächste Haltestelle. Hauptbahnhof Mönckebergstraße.
aber ja, das Video geht in 10 Minuten und ist immer noch hier am Hauptbahnhof, ey, und ich weiß, wie lange eine Fahrt dauern kann. Naja. Hier die Straße übrigens war als enger, als ich irgendwie dachte, ne? Anscheinend war nur einspurig. Da haben die, also da habe ich auch sofort festgestellt, was hier anders da war. Leider war auch in der Zeit, wo wir dort waren, hier eine Baustelle, deswegen war hier die Straße für die Busse gar nicht befahrbar gewesen. Und ich musste ja auch nochmal von meinem Freund darauf hingewiesen werden, dass die 119 Linie 19 umgeändert wurde und es keine in der Innovationslinie mehr ist. Ich natürlich mich gerade halt, also ich habe anscheinend selbst ein bisschen lange gebraucht, wo sich wieder vieles verändert hat in der Stadt. Eieiei, da schlug der Driving Force mal dabei Geräusche. Naja, sieh mal einfach als, man spürt dadurch das alte, den alten Bus hier. Ja, also, dann waren wir hier noch in diesem, Einkaufsviertel gewesen. Ich weiß gar nicht, wie das hier hieß. Hier, das muss das hier Gebäude hier gewesen sein. Glaube ich, oder es war das nächste. Ja, es muss hier gewesen sein. Moin, moin. Moin. Hi. Moin, moin. Hallo. Moin. Die alte Tür-Sound einfach. Also, ich würde mal ganz ehrlich sagen, ne? Also jetzt hat schon die Vibration ein paar Sachen gekippt auf dem Tisch. So, dann nachdem wir hier ein paar Besorgungen gemacht haben, weil man hier am Rathausmarkt halt gewissen das hat man halt gesagt, ey komm, ich lose es nicht, weil man hat. Man ist ja schon ein bisschen auf Zeit unterwegs gewesen, deswegen man muss um 8 Uhr wieder gehen. Haben wir uns auch entschieden. Die Umleitung, ihr sparen wir uns jetzt und steigen hier mal raus, machen halt in die 119 ein. Aber ich habe natürlich gesagt, ich bestand darauf, dass wir mit einem Elektrobus dahin fahren, weil ich dafür ja da war. Also warum mit einem Dieselbus fahren, muss ich übrigens auch nochmal sagen. Ja, also in echt ist hier viel mehr los und irgendwie, hier ist einfach viel zu wenig Bäume oder man kann überall durchgehen. Ja, in Wirklichkeit steht hier noch so viel. Echt der Wahnsinn. Ich guck gerade, ob es irgendwas gibt, ob da hier drin war, aber. Ja, ansonsten war hier Rathmarkt echt und fair belebt. Man kann halt Omsi nicht mit der echten Leben vergleichen, wegen der Performance. Gleich hier in Omsi weniger los, aber ich habe immer irgendwo als Argument genommen, ja, und gesagt, ach, in Omsi ist ja gar nichts los. Na, ab hier bin ich dann halt mit der Linie 119 gefahren und, ich habe erstmal die Fahrt nur noch genossen. Ich habe weder mit meinem Freund gesprochen, noch aufs Handy geguckt, noch irgendwas gefilmt. Einfach nur genossen. Ich will mal ein cooles Bild machen wieder. Ich dachte gerade, irgendwie ein Kind würde hier drin hocken, ey, ganz ehrlich. Könnte man ja nichts machen, ein Kind vielleicht Bus fährt hier. Na? Ich würde so gerne mal echt wieder in so einen alten Punkt, Bus mitfahren. Also hier in diesem Feld
war ich gar nicht mal zu Fuß unterwegs, da bin ich in den Bus eingestiegen und das war's dann. Da will er überhaupt nicht mal schalten oder was ist mit dem los? Hallo? Irgendwas stimmt gerade mit meinem Bus nicht. Hört ihr das auch hier? Der zahlt nicht mal zurück. Ich werde hier nochmal alles ausmachen und auf Reparieren klicken. Einmal ist alles ruhig. Moin! Wenn er jetzt nicht schaltet, versucht die Omsi-Variante. Ja, er schaltet wieder. Ha! Er schaltet wieder, wunderbar! Naja, eigentlich ja nicht wunderbar, aber man merkt schon hier, ne, sieht hier, die Triebe kann auch mal spinnen hier. Wollte einfach nicht schalten. Ich hab mir schon überlegt, ob ich den jüngeren Bus hole, aber danach habe ich mir gedacht, ach, ich hab auf Digital Dashboard hier viel mehr Lust, wo einfach so viele Uhren, Tasten sind. Ja, ich spule noch mal ein bisschen vor, ne? Also nicht im Spiel, sondern mit der Geschichte. Nachdem man in Altendorf waren, sind wir dann mit einer, ich weiß gerade nicht genau, welcher Linie das war, haben wir irgendwie so interessant gedreht, dass wir am Ende am Borgweg ankamen. Und dort konnte man auch noch mal ein bisschen anschauen, wie das aussah mit der Linie 6 und vor allem konnten wir auch mit der Linie 6 dann auch fahren. Und sind mit der. Moment, wo sind wir mit der Linie 6 hingefahren? Da sind wir wieder ziemlich relativ hier in die Nähe gefahren, hier von Rathaus Markt, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr, Mist. Ich war auf jeden Fall, dass man dann irgendwie. Ach, wir sind dann irgendwie in der Nähe hier von der Linie 11 dann in die Nähe irgendwo ausgestiegen. Nee, ach, naja. Aber auf jeden Fall noch eine Runde gedreht, dass man auch mit der 11 wollten wir auch nochmal fahren. Warum vergesse ich den Platz da unten, Mensch? Ich habe einfach gerade den Namen vergessen. Landungsbrücken, das war's. Bei den Landungsbrücken. Sind wir auch nochmal vorbei. Ich glaube, wir dachten so, ja komm, wir können ja nicht nach Hamburg, jetzt fahren nur wegen Bussen. Wir wollten auch noch ein bisschen was Interessanteres sehen. Und sind halt eben an den Landungspunkt auch nochmal vorbeigelaufen. Und oh, wie ich dann auf einmal da dann gewesen bin, ja, an den Landungsbrücken. Da kam plötzlich wieder alles hoch. Alles, was vor 10 Jahren war. Und ich sag euch eins, ja, manchmal, wenn man wirklich einen interessanten Ort im Kopf noch hat, dann bleibt es mal. Überlegt mal, damals hat noch kein Handy gehabt, keine Fotokamera. Ich habe nichts fotografiert. Ich habe nichts noch nicht mehr erlebt, wo ich aus Hamburg irgendwie einen Beweis gehabt. Ich habe wirklich auch immer einen Moment, wo ich dachte, so, war ich jetzt wirklich in Hamburg oder war ich woanders da gewesen? Ich konnte es immer nicht 100% sagen. Weil ich habe dann mit Hafen City, mit der Google Maps Karte alles verglichen. Aber trotzdem 100% sicher konnte mir trotzdem nicht wirklich gewesen sein, weil ich habe einfach keinen Beweis mehr gehabt von, ja,
Ich war wirklich mal an dem Tag dann und dann in Hamburg gewesen, weil es leider keine Fotos davon gab. Ich kann euch mal sagen, wann es genau ist, vor wie vielen Jahren war, konnte ich ungefähr ausrechnen, mit welchen Leuten ich dort war, ne, wo dort die Freiheiten stattgefunden haben in Deutschland. Aber die Erinnerung ist im Kopf geblieben, dieses Bild vom Landungsbrücken, diesem Elbtunnel da, das ist geblieben. Und wie ich dann da halt eben letztens vor 2 Wochen war, auf einmal, ja genau, ja ich erinnere mich, Und jetzt habe ich mir echt nur überall Fotos gemacht, alle, überall wo ich irgendwie war, ja, Fotos gemacht, damit ich irgendwie im nächsten Jahr noch weiß, ja, ich war zu 100% wirklich in Hamburg gewesen. Oh Mann, Leute, ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich ich da war. Endlich in Hamburg gewesen sein, weil ich Hamburg kannte, ja, und nicht irgendwie zwangsmäßig, noch bevor ich Busse kannte. Ach ja. Und da weiß man, sieht man auch wieder Geschichte, wie ich eigentlich so richtig ein Busfreak geworden bin. Und dann, wie ich Busse kennengelernt habe, was mein erster Kontakt zu Bussen war, ja. Weil mein richtiger Kontakt, wie gesagt, war in Hanau, die Hanauer Straßenbahn mit diesen, tatsächlich noch mit diesem Fahrzeug, also eigentlich Mercedes. Nächste Haltestelle, ich weiß ja nicht, ob ihr noch irgendwie ob ihr noch erinnern könnt vor knapp, sagen wir mal, so 10 Jahren, wo ihr jetzt noch hier zur Schule mit diesen Busse gefahren seid. Also ich kann mich auf jeden Fall noch erinnern. Ich meine, ich habe noch ein paar Bilder, vielleicht muss man mal wieder reingucken in die Bilder in Hanau, alte Zeiten, die alten Busse. Manchmal gibt es da noch ein paar Leute, die da ein Foto gemacht haben davon. Faszinierende in Hamburg war ja auch noch gewesen, dass die wirklich auch noch auf Altbusse setzen. Die Stadtrundfahrt werden ja ausschließlich in alten MNSD-Bussen gemacht. Und ich habe auch, glaube ich, auch einen alten O305. Genau. Auch noch herumfahren gesehen. Schreibt mir doch mal, wenn ihr noch Omni spielt, ob ihr auch noch diese alten Fahrzeuge rauskommt. Ich meine, ich höre von ein paar Leuten hier, ich fahre nur noch den neuen MAN und die anderen Busse sind weg. Ich meine, ich kenne viele, die irgendwie ihren eigenen Bus haben und die haben ihren Fuhrpark riesenvoll mit Bussen, aber nutzen immer noch diesen einen. Ich dagegen gehe lieber in die alten Zeiten zurück und denke an die vergangene Zeit. Und da zählt jetzt auch dazu, mit diesen Bussen herumzufahren. Ich meine, Omni ist halt eben quasi, ne, was auch Name sagt, ein Omnibus-Simulator. Ne, also, und dieses Wort Omnibus ist jetzt eigentlich nicht das modernste Wort, ja. Wenn man auch überlegt, ne, dass Omni Hauptspiel spielt ja auch noch zur Wendezeit in Spandau, ja. Also 1900, gibt es ja verschiedene Jahre, wo du 1980 und so als spielen kannst, ja. Bis 1990, irgendwas, 1980, irgendwas zwischen 80 und 90 kann man ja das spielen, ja. Und das ist halt alt. Und somit sind auch die Busse und Autos dort alle etwas älter. Ja. Und das finde ich halt eben eigentlich auch genial halt in Omni, ja. Das, meine, heutzutage wird leider kein wirklicher neuer Bus mehr vorgestellt. Ja, inzwischen ein alter neuer Bus vorgestellt, also altes Baujahr, das neu gebaut wurde. Wir haben bei Mercedes, haben jetzt den O305, den O405, ja, und natürlich geht da ewig weiter. MAN hat auch alte Busse.
Ja, und ich weiß nicht, wer fährt noch diesen Grund-MAN, ne, diesen Glenkbus da? Oder den halt, wen ich habe jetzt ja noch hab von Hamburg. Wer fährt denn noch? Also auf YouTube, wenn es ein paar Leute kann, angucken, die fahren nur noch alle irgendwie dasselbe Fahrzeug, ja, gefühlt. Ich versuche hier auf dem Kanal noch ein bisschen Abwechslung zu machen von, ach Leute, darf ich euch daran erinnern, dass ihr noch diesen Bus hier habt, man vergisst ihn vielleicht, kann auch sein. Der Speicherplatz geht zwar in die, oh, hoppla. Hallo. Ja, so schnell kann man Fahrgastwechsel machen, wenn man die Tür offen lässt. Jetzt war ja, warum wirklich grüne Leuchte hier nicht aufging. Hinten wollte noch jemand aussteigen. Ach ja, ich habe mir noch mal vorgehabt, jetzt wieder ein paar Videos zu machen. Vor allem habe ich auch endlich mal den Sinn zwischen in Dramden verstanden. Am Wochenende im Urlaub konnte ich mich da mal ein bisschen mit befassen und habe inzwischen endlich meinen Punktemodus da rausgefunden. Ich war also nicht nur noch wie es aus Lust und Dollerei. pünktlich, wenn irgendwie bald Dramden München rauskommt. Irgendwie. So. Übrigens, ich nehme hier noch am Sonntag auf, vor dem Wochenstart für mich wieder mit der Arbeit. Ich habe 3 Wochen keinen Bus mehr gefahren. Ich bin mir echt gespannt, wie das ist. Ich hatte 1 Woche Berufsschule und habe danach dann die 2 Wochen Urlaub genommen. Nach 3 Wochen wieder Steuern nehmen, bin ich gespannt. Ich bin froh, dass ich tatsächlich die Woche angenehme Dienste habe. Es fängt an, da ich am Montag nur 6 Stunden fahre, also 6,5 Stunden, echt nicht viel. Und dann bin ich wieder fertig mit dem Montag, also locker quasi in die Arbeitswelt wieder einsteigen, finde ich ziemlich gut. Und die ganze Woche, ich habe wieder meine Lieblingszeiten, so 6 Uhr bis 13 Uhr oder 14.30 Uhr, also manchmal zweimal fange ich fast um 7 Uhr an. Die Uhrzeit, wo es ja um... Die Uhrzeiten, wo ich ja damals noch um 3.30 Uhr rausfahren musste aus dem Betriebshof, das war ja eigentlich an sich, ja, cool. Auf Dauer hat man sich auch dran gewöhnt, aber man ist trotzdem froh, wenn man abends noch bis 9 Uhr quasi noch irgendwie aktiv sein kann und man sich nicht so sagt, hier 19 Uhr Schlafenszeit, ich muss morgen um 3 Uhr wieder aufstehen. Da hätte ich hier typischen Schuluhrzeiten hier eigentlich vollkommen in Ordnung. So bis 3 Uhr zu arbeiten. Ja, hier Strickbrücke. Habe ich mich sofort erinnern können. Ich weiß jetzt nicht, ich glaube auf der Strecke, wo ich unterwegs war, bis vorhin, auf irgendwo gab es auf einmal plötzlich einen Kreisel, beziehungsweise 2 Kreisel. Nachdem ich jetzt hier wieder nach Hamburg hier nach Hause komme, habe ich sofort angefangen, jede Linie zu fahren. Die Linie 6, die 11 und 109. Weil ich auf jeder Linie irgendwie unterwegs war. Aber habe auf der 109 den Kreisel nicht gefunden. Also bist du überhaupt nicht gesehen, wo der hingekommen wäre, wo hier noch eine Kreuzung ist. Es gab ja in letzter Zeit, seit 2010 glaube ich, ja immer wieder, dass irgendwie Kreuzungen zu Kreisverkehren umgebaut wurden. Und dann kann man auch vorstellen, dass hier auch ein paar Kreuzungen umgebaut wurden. Nur ich konnte mich nicht mehr erinnern, welcher das war. Ich merke wieder, irgendwie war am Hauptbahnhof überall Autos und hier sind auf einmal keine Autos mehr unterwegs. Irgendwie habe ich meine gerade wieder Kack-Omdi-Einstellungen drin. Naja. Ich freue mich immer wieder, wenn ich in Hamburg unterwegs bin, weil Hamburg war auch mein allererstes DLC zum Spiel. Eigentlich habe ich mir Omdi gleich direkt mit der Karte Hamburg gekauft. Wobei ich glaube, damals gab es gar nicht so viel DLC. Ich glaube, Hamburg war so das erste DLC gewesen. Also Karten-DLC kann halt so sein, also so kaufbares mit Bussen. Ich weiß gar nicht, wie viele da noch dazu gab, weil das war auf jeden Fall 2014 gewesen, glaube ich. 13 oder 14, hä? Also Hamburg Tag und Nacht. Ich rede jetzt hier gerade von Tag und Nacht. Hallo. Meine, der Bus ist ja vom Tag und Nacht Add-on, deswegen, ne? Wobei, ne, Quatsch. Ne, ich Quatsch.
der ist ja aus dem 3-Generations-Add-on vergisst man heutzutage komplett. Weil niemand mehr diesen 3-Generations-Add-on braucht, weil wer einen C2 haben möchte, der kauft sich erst den neuen aus dem Buspaket. Stimmt, den habe ich. Die ist jetzt erst mit direkt dazu gekauft. Da wir als, da man als Kinder noch keine Bankkarte hatten, war ich sogar das erste Mal gewesen oder das einzige Mal, wo ich im Supermarkt mich über eine Steam-Karte gekauft habe. Ich frage mich heutzutage andauernd, wozu es die Steam-Karten gibt, wenn jeder irgendwie seine Bankleitzahl und PayPal irgendwie am PC hat. Aber die Karten sind wie die Leute, die keine PayPal haben oder überhaupt gar keine Bankkarte haben. Also in erster Linie Kinder. Ja. Die mit ihren Taschengeld sich endlich mal ein Omnispiel leisten. Können die vielleicht irgendwie einen Familien-PC haben? Was weiß ich, keine Ahnung. Aber das war das einige Mal gewesen, wo ich schon eine Karte gekauft habe, tatsächlich. Und dann natürlich, dann die Bank mit dem Guthaben, dann die ich hier gekauft habe. Mann, war das die Zeit. Erinnert ihr euch noch an euer allererster Moment in Omnisi, den ihr gespielt habt, wann ihr das Omnispiel gekauft habt? Aus welchem Grund vor allem? Ich würde auch gerne mal einen Grund wissen. Ich habe mir Omnisi damals gekauft, weil ich die 2 fahren wollte. Jetzt fahr doch aber auch. Oh. Okay, das war ein dummer Fehler gewesen. KI fahren auf Schienen, wisst ihr? Und der hat gemerkt, nö, dann würde ich... Egal. Also mein Grund, warum ich mir Omnisi gekauft habe, ich war schon über ein Jahr lang habe ich Busnotter 2012 gespielt, diesen Simulator mit dem Solo- und Gelenkbus von Mercedes. War ich eigentlich schon vollkommen zufrieden. Ich habe einen Bus mitgeliefert, den ich kannte aus Hanau. Aber irgendwann habe ich gedacht, oh Mann, der T2 ist mein Lieblingsbus, ich möchte gerne den T2 auch mal selbst fahren. Und dann ist das Omnisi daraus geworden und habe halt eben zu diesem Omnisi halt die DLC gekauft mit dem T2. Ja. Damit ich hauptsächlich auf Omnisi mit dem C2 herumfahren konnte. Habe ich kennengelernt übrigens durch meinen Bruder, der noch Omnisi 1 hat tatsächlich. Ist ja echt ein Wahnsinn. Ich habe mit Omnisi 1 nie was angefangen, bin gleich für Omnisi 2 gewechselt. Auch wenn ich weiß, wie lange Omnisi 1 gab, bevor Omnisi 2 rauskam. Aber da ist meine Geschichte. Ich habe Omnisi gekauft nur wegen C2 damals. Wieder rauskam, frisch, glaube ich, sogar auch. Was war eure Geschichte? Wieso habt ihr euch Omnisi gekauft? Und was war euer erstes DLC bzw. Bus, den ihr die ganze Zeit gefahren seid? Moin. Wo ich jetzt sagen würde, ach, ich hätte mir jetzt einen PC zurück und fahre den Bus, den ich mir damals gekauft habe. Weil da habt ihr bestimmt ein paar Erinnerungen drin, mit Sicherheit. Bei mir stand ja down irgendwo in Hamburg der T2 herum. So, ich hoffe, wir haben es auch bald. 33 Minuten. Ich will eigentlich am Ende so herumtrödeln. Oh ja, wie ich hier hingekommen bin, da war ich vorm Bett gespannt gewesen, wie das war hier an dem Platz, ja. Mit der Haltestelle, wo man richtig scharf um die Kurve lenken muss. Das war tatsächlich alles genau so gewesen. Hier ist dann auch eine Ladesäule. Hab nur in Erinnerung, wie ich hier hingeguckt habe. Hier auf dem Parkplatz. Aber dafür gibt es in Hamburg inzwischen mehr als genug Ladesäulen, die da auf den Straßen gebaut wurden. Wenn man ein bisschen schneller fahren, weil dann ist das Lenkrad nicht so am herumgebrieren. Direkt gesehen, dass jemand noch kam. So, ich schmuggle ich mich hier nochmal vor ins Taxi. Oh komm, der Mann da kommt nur noch mit.
Also hier geht es wirklich auch schön scharf rum. Man muss übrigens merken, habe vergessen zu erwähnen, ich bin die Linie 109 quasi das allererste Mal gefahren. Es waren überall allererste Male gewesen. Das allererste Mal auf der Linie 109, alias 19 und das erste Mal sogar am E-Citaro Gelenk. Ich bin total überrascht, dass die inzwischen den auch schon haben. Ich habe irgendwie jetzt damit erwartet, dass hier noch ein paar Volvo Hybrid-Lenkbusse herumfahren oder Solaris Elektrobusse herumfahren, aber nein, auf dem Moment war es tatsächlich der schon der E-Citaro G. das war halt nur mal ein Doppelmoment. Deswegen, wenn ich jetzt die Linie 109 sehe, denke ich noch an den E-Citaro G zurück. Also das war alles eine wunderbare Kombination gewesen, worüber ich sehr glücklich war, dass das alles so gepasst hat und vor allem auch so, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich muss mich noch an die Einstellungen gewöhnen. Also wenn ich immer, wenn ich losfahre, dass ich daran, dass die Freigabe immer drücke, dass ein Fehler ist, weil hier ist die Freigabenknopf als Türtaste 2 integriert. Und die Freigabe ist die quasi nochmal dasselbe Funktion der Haltenbremse. Also ich kann die Haltenbremse-Knopf betätigen auf der Tastatur, aber auch den Befehl für die Freigabe. Ich sehe in diesem Bus bald die Haltenbremse. Und deswegen will ich manchmal irgendwie losfahren und dann ist die Haltebremse halt irgendwie blöd drin. Auch für die echten Linie 19, ich nach Winterhude Marktplatz, da hätte ich nicht mehr so viel Lust. Wir waren auf der Strecke zum Altendorf, da nicht mal so viele Fahrgäste unterwegs. Da hinten einsteigen können die leider noch nicht. Moin. Ach ja, hier wird ja von Eisburg zu Zweis, andersrum, Zweisburg zu Eisburg. Oh, Leute, mir fällt noch ein, wir möchten eine Sache noch machen. Die Leute, die am Ende da bleiben, die schreiben das bitte mal in den Chat rein. Ich bin mal gespannt, wer sich das anhört. Wenn wir an der Anteilstelle sind, muss man noch was anmachen, ey. Das Omsi-Lied. Also, in drei Generations-Add-on wurde ja von dieses Omsi-Lied, ich weiß keine Ahnung von wem das jetzt nochmal kombiniert wurde, wurde es ja in den C2. Hatte das? Ja, genau, hier ist das Radio. Wurde ich im C2 und im ersten Hamburger Citaro eingebaut. Da habe ich mir irgendwo früher im Internet dann runtergeladen und dann auf dem Handy immer mit angehört. Das machen wir dann an der Endhaltestelle hier. Für die Leute, die bis zum Ende da geblieben sind. Da will ich noch ein bisschen Ruhe haben hier. Ah, der Motor aus, ne? Versteht sich. Ne, keine Leuchte. Kann man durchfahren. Nächste Haltestelle.
Na, auch hier kein Ausstieg oder was? Nein, kein Lämpchen. Also durchfahren. Ich habe wieder die Tür offen, darauf können die wahrscheinlich auch nicht drücken. Ja, siehst du, da wollten bestimmt schon lenkweise aussteigen, ey, aber wegen geöffneter Tür konnten die nicht mal die Taste drücken. Oh Mann, ey. Hier, alte Dorf, habe ich auf meinem Instagram-Account so ein Vergleichsbild hochgeladen zwischen hier Omsi und der Realität, weil, oh Mann, ey, wie ich hier angekommen bin, ihr glaubt mir nicht, wie fröhlich ich war. Leider musste der Etitaro G da gerade einen Moment nicht laden. Wäre aber auch so interessant gewesen. Naja. So, dann machen wir hier mal alles zu. Also, könnt ihr schreiben, Omsi Lied, da war ich, dass ihr euch am Ende da zugeguckt habt. Meine Damen und Herren, eine wichtige Durchsage. Hier spricht die Omsi-Fahrer Nummer 3. Den Omsi-Song finden Sie auch bei iTunes oder Amazon. Ja, also holen Sie sich Ihre Fahrkarte. Denken Sie immer daran, trotz des straffen Fahrplans sich immer an die Straßenverkehrsordnung zu halten. Ich wünsche weiterhin gute Fahrt. Durchsage Ende. Omsi-Anfangszeit pur, Leute. Ich weiß, dass die könnte vielleicht manche genervig sein, aber ich finde auch nicht das perfekteste Lied, aber ich finde, dass hier kommt in Erinnerungen nach an Omsi Generation, wo man angefangen hat zu spielen. Ich sage euch, jeder, der jetzt als Erwachsener das Spiel spielt, der hat es aber sicher früher auch als Kind gespielt, ja. Ich meine, ich mag Omsi so sehr, ich möchte trotz meines Berufs als echter Busfahrer Omsi jetzt eigentlich nicht vernachlässigen. Ich bin immer wieder froh, wenn ich an meinem PC gehen darf und hier Omsi spielen kann, ja. Deswegen ein bisschen abgewandelte Version mit auch null Fasern verkauft, damit ich ein bisschen Lust noch habe, weil ich echt keinen Faserverkauf mag. Vielleicht muss ich auch wieder im Arzt starten, weil ich immer erzählt habe, hier Omsi Fasernverkauf, habe ich immer ein bisschen gelernt, ein bisschen mit rechnen. Naja, ich mache hier nochmal sicherheitshalber auch nochmal ein Foto. Wer weiß, welcher am Ende besser ist. Ja, dann verabschiede ich mich hier im alten Mercedes. Ich gebe euch auch einen Rat, wenn ihr schon lange nicht mehr sie mit dem alten Spiel gespielt habt, wiederholt das unbedingt mal. Jetzt wollte ich mal kurz hier zum Abmoderation. War anders, war das so nicht? Schade, ich hab's vergessen. Okay, da hab's wieder vergessen, aber Leute, ihr wisst noch, das Ding war hier elektrisch gewesen, aber ich hab vergessen, wie das hier funktionierte. Dann hätte ich euch jetzt gerade nochmal zum Ende vorgeführt, aber ach, wahrscheinlich musste hier alles zugemacht werden. Hm? Moment. Nein, okay. Da habe ich es vergessen, da hätte ich nochmal üben müssen. Aber gut, ich wollte mich verabschieden hier. Es ist ja gerade 45 Minuten. Ich habe vergessen, wie das so funktioniert hat. Aber ich bin auch genau das Typische wie damals. Hat auch nicht sofort funktioniert. Alles klar, bis zum nächsten Mal und danke für die Aufmerksamkeit.